Oh, fett, meine neuen Items sind da. Oh, fuck, wo sind sie? So ging es wahrscheinlich vielen von euch seit, glaube ich, Samstagabend oder so. Jedes Mal, wenn ihr startet, werden eure Items neu eingezeigt, beziehungsweise die Items, was ihr seit dem Moment eben neu gekauft habt, beziehungsweise in der Zwischenzeit getradet habt oder sonst irgendwas. Sie sind einfach nicht im Inventar. Und ja, das Problem ist bekannt. Ich lese das irgendwie, weiß ich nicht, 50 Mal am Tag in Facebook. Einige haben mich auch schon direkt angeschrieben, beziehungsweise unter meinen Videos kommentiert. Deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt mal kurz ein Video dazu. Das ist das Problem, haben alle derzeit, oder ich würde jetzt mal nicht sagen alle, aber ich vermute, dass es alle haben. Es ist aber, weiß ich nicht, sicher. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht groß auf das Problem eingehen. Das ist schon bekannt, hier ist die Seite auf Reddit, ist ein Beitrag, wäre einigermaßen seriös drumrum. Werde ich euch auf jeden Fall die Videobeschreibung verlinken, ihr könnt es euch nochmal reinlesen. Ich habe auch viel davon nicht verstanden, müsst ihr schon relativ gut Englisch können. Das Einzige, was ist, die Items sollen in den nächsten 24 Stunden, wieder erreichbar sein. Ich weiß nicht ganz genau, wann es geschrieben wird. Ich würde davon ausgehen, dass es noch einen Tag dauern kann, vielleicht auch noch länger. Und es ist in meinen Augen, wie immer bei Steam, niemand wird wirklich wissen, wann das Problem gelöst ist, bis es gelöst ist, weil ja, Steam oder generell Valve oder was auch immer, wo das dran hängt, genau, sich bei sowas immer bedeckt lässt, wie mit allem anderen eben auch. Von dem her, calm down, es ist beschissen, ein Kumpel von mir hat das Problem, ich habe das Problem und viele von euch werden es auch das Problem haben, neue Items, neue Skins, und ihr könnt sie nicht zocken. Auf jeden Fall kommen die Items wieder rein, ich würde mir da keine Sorgen machen, sie sind ja auch eigentlich im Steam-Profil, im Steam-Inventar hier mit drin. Also ihr seht die ja in eurem Inventar und ja, sind halt einfach nicht erreichbar für euch in-game. Es ist brutal ärgerlich, aber es ist einfach jetzt so. Von dem her, ja, calm down. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Problem habt, seit wann ihr das Problem habt oder ob es vielleicht auch einer von euch nicht das Problem hat, würde mich auf jeden Fall interessieren. Auf jeden Fall, ich würde jetzt so mal schätzen, so dass es in den nächsten 24 Stunden vielleicht gegessen ist. Zumindest, ja, hier sehe ich gerade Datum, 21.11. Ist wohl auch schon rum, hier hat auch schon einer kommentiert, 72 Stunden alt. Ja, man kann es nicht wissen. Wie gesagt, Kai macht doch keine Sorgen um die Skins. Die werden nicht weg sein. Und ja, im Endeffekt könnt ihr nur abwarten, genau wie jeder andere. Es wird sich irgendwann erledigen und ich denke, davor wird es auch keinen wirklichen Lösungsweg oder irgendwie geben, weil mich da auch schon viele drauf angesprochen haben. So, gibt es eine Lösung, kann man irgendwas machen? Nein, kann man nicht, gibt es nicht. Und ich habe auch schon ein bisschen im Internet rumgeguckt. Ein Kumpel hat mir auch den Beitrag hier vorgeschickt von Reddit. Und ich denke, das ist das Seriöseste, was ich gefunden habe. Ansonsten gibt es natürlich tonnenweise Diskussionen drüber, aber nirgends ist irgendwo irgendwas mit Ansatz. Und so denke ich mal, wird es einfach weiterlaufen, bis das Problem gelöst ist. Haltet einfach durch, es kotzt an, klar kotzt an, es kotzt wahrscheinlich jeden an, aber wir können nichts dagegen machen. So, ich will das Video jetzt auch nicht arg viel länger machen. Haut rein, hoffentlich klappt es bald wieder und viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal, ciao.